Ja, hoppe. Also, wir waren gerade in der Zugspitze, an der Kanzelwand. Da oben seht ihr noch das Gipfelkreuz von beiden. Nee, wir waren gerade auf dem nächsten Gipfel. Ich zeig euch hier noch schnell was, gell? Warte. Und jetzt laufen wir wieder runter. Also, ich pack die Kamera weg, weil hier wird steil. So, wir sind jetzt ziemlich weit unten vom Niveau. Fabi hat eine neue Bergsteigerbegrüßung eingeführt. Fabi, wie heißt die? Gutsteig. Genau. Einwurf da. Gutsteig. Kennt ihr bei Pokémon diese Bergsteiger, die immer in den Höhlen stehen und mit Kleinsteins angreifen? So sind die alle fett. Die erinnern mich an Olli. Olli, Grüße an meinen Pokémon-Trainer. Ich erinnere mich. Jetzt kam mir meine Sonnenbrille in. Ich erinnere mich. Motherfucker, die war teuer. Okay, also pass auf, Alter. Wenn ihr das nächste Mal im Berg geht, was sagt ihr dann? Gut, steig. Also, so langsam könntest du wirklich auflösen, dass es nur ein Prank war, dass wir wandern gehen. Fabi, ja? Möchtest du bitte weiterlaufen? Sieht es in der Kamera auch so geil aus? Du kannst dich ja mal anschauen. Ich sehe mich nicht, es ist zu dunkel. Nice, ich hab Schweiß von Tess, Alter. Ich verkaufe das für einen 10er auf eBay. Bruder, wenn du jetzt willst, Alter, schlag sofort zu. Wenn sie jetzt eine Original-Fiole E36 Tess-Schweiß kaufen, bekommen sie die zweite gratis dazu. Alter! Alter! Wie krass ist das? Seht ihr das? Da unten ist unsere... warte. Hier irgendwo muss unsere Hütte sein. Ich zoome gleich. Und jetzt muss ich hier durch. Das ist ziemlich eng. Ich muss keine Fotos machen. Ich behalte mir das in meinem Kurzzeitgedächtnis für die nächsten 10 Minuten. Wir nennen diesen Berg einfach Chris. Dann ist es Chris de Berg. Musikvideo, Alter. Willkommen zu Erdkunde mit E36 Tess. Wir befinden uns hier an der Ansteige vom Buron hinter Kempten zwischen Pfronten und Eumittelberg. Hier ist ein wunderschönes Panorama geboten. Jungs, ich stört die Sendung. Da ist unsere Hütte. Da wollen wir hin. Und genau das machen wir jetzt auch. Also stresst mir jetzt nicht rein. Soll ich weiterfilmen? Schau, ein Kuh. Bei Bären weiß jedes Kind, du musst nicht wegrennen. Das macht den Bär aggressiv. Wenn ein Kuh rennt hinter dir, renn um dein Leben auf nächster Jägerstand. Kuh ist gefährlich und dumm. Ruhig! Ruhig! Komm doch! Ich lauf jetzt zwischen den Kühen durch. Hey, das sind echt krank viele Kühe. Hey Leute, ich will hier ein echtes Stück. Digga, sei mal keine Sonne. Anders war das jetzt so schlimm. Alter, ich hasse dich. Irgendwas war da mal. Wow, das war jetzt der krasseste Zaun, den du je bewältigt hast, gell, Lukas? Ja, Mann. Alter, der Zaun. I'm gay. Und Hannes, hat sich's gelohnt? Was? Hat sich's gelohnt? Was denn? Mit dem Berg. Ja. Was? Das ist chillig. Ja, Lukas, schade, dass du nicht dabei warst. Okay, also Leute, ich löse es jetzt auf, Alter.
Wir gehen doch nicht. Wir gehen nicht wandern. Wir gehen nicht wandern. Soll. Soll. Und jetzt? Guck mich an, Mann! Jetzt guck mich nicht mehr an. Sieht man meinen Nippel? Ja, sieht man meinen Nippel? Nein. Ja, auf jeden Fall waren wir beim Baden. Das hat mir nicht den normalen Weg genommen. Digga, darf ich ausreden? Entschuldigung. Im ABC-Bad, könnt ihr ja mal googeln. Ist viel zu teuer. Ja, es ist viel zu teuer für das, dass man da so gut wie gar nichts machen kann. Und es gab auch irgendwie keinen richtigen Außenbereich. Das Beste außer so ein 5-Grad-See. Das war super, das war das einzige. Ja, ich fand das voll assi. Ich fand das einzige. Aber das Ding ist halt auch, dass ich ein bisschen erkältet bin, weil ich Idiot gestern hier barfuß durch die Wiese gelaufen bin, nachts um 12 oder so. Hallo! Ja, wir grillen heute Abend noch. Du mir's? Ja. Und Alter, wir haben gerade ewig viel Fleisch gekauft. Chillen noch ein bisschen und morgen fahren wir dann wieder heim. Ich zeige euch noch schnell den Berg, wo wir am Ende runtergerannt sind. Ja, man sieht es eh nicht, wie laufen sind. Voll. Also wir sind von da oben hier so runter im Zickzack. Und das schaut hier gerade gar nicht so steil aus, aber es ist krass steil. Also wenn man richtig hinschaut, nicht durch die Kamera, dann schaut es irgendwie aus, als wäre das fast gerade. 90 Grad heißt es. Jetzt noch eine Nahaufnahme von Fabi. Es geht. Ja, letzter Abend, wir sitzen am Feuer. Das heißt letzter Abend, zweiter Abend. Ja, und es gibt nur zwei. Das heißt, gestern war der vorletzte Abend. Ja. Wir spielen jetzt eine Reime-Runde. Heißt, einer sagt ein Wort, die anderen müssen drauf reimen. Wenn man verkackt, ist man raus. Ich bin raus, ja. Mir ist nichts mehr eingefallen. Alter, schaut's gruselig aus. Heute ist es 8 Uhr morgens. Wir fahren jetzt dann wieder heim. Fabi ist seit 3 Stunden wach. Also, er hat sich den Sonnenaufgang angeschaut. Dahinter. Aber das Wetter ist halt nicht so gut. Wir räumen heute noch auf und fahren dann ziemlich bald, denke ich. Das war mein Statement zu dem Beef von McAfee und Avira. Lukas weiß nichts davon, dass ich die Aufnahme mache. Aber ich wette, er freut sich. Ah, fuck, Loch. Ich wollte nur gesagt haben, das Allerbeste, was man sich in der Früh gönnen kann, ist auf jeden Fall ein gescheiter Leberkäse. Käselauge. Mein Name ist E36 Tess und ich freue mich, die Verabschiedung auf Luxuries Kanal machen zu dürfen. Hallo meine Fans. Hey Kids, ich bin Tess. Geiler Arsch, Lukas. Yes, yes. Wir haben jetzt die Autos gerade eingeladen und der Schmutz da hinter mir mit dem Buckethead macht jetzt noch ein Foto für Tante. Die kenne ich, da habe ich früher mein Leberkäse-Semmel immer gekauft. Hast du dein Leberkäse-Semmel gekauft? Du musst nur noch 10 WhatsApp-Texte schreiben, gell? Tess, er kann die Bitches nicht noch länger warten lassen. Das war's mit dem Video. Lukas macht wahrscheinlich noch irgendeinen Abspann, der nicht so cool ist, wie wenn ich drauf bin. Hey, die Hand ist noch nicht so weit. Ich mach die Hand. Die Hand kommt. Die Hand kommt immer schneller und schneller und schneller. Scheiße, vorbei. Hustensaft Jüngling immer dabei. So brothers doing fast on my mother's TV. Says she watch it too much. Ich wäre gerne kein G. Ich wäre so gern kein Gangster. Da, da, da. Ich wäre gerne kein G. Ich bin am Abzug mit meinem Mittelfinger, denn ich gebe wieder nicht immer keinen Fehlgierwitzer. Ich stehe über dem Tor, der der meisten unterschätzen. Die über deine Mutter rappeln, ob ich die Ficke.